Willkommen vom Herrenklo eines halb verwaisten Moskauer Einkaufszentrums in dieser neuen Hochhausstadt. Wir haben uns gerade hier ein bisschen umgeguckt, waren was trinken bei Starbucks und fahren jetzt zu einem anderen Einkaufszentrum, weil es da nämlich so einen riesigen Auchan gibt, also so einen riesigen Einkaufsladen, so wie Real, und wir noch ein paar Sachen holen wollten, die wir sonst nirgendwo gefunden haben. Und da dachten wir, ja, das ist hier einfach nur zwei U-Bahn-Haltestellen entfernt und da werden sie es bestimmt haben. Das heißt, das erste Mal in so einem riesigen russischen Supermarkt. Ich freue mich, ich will mich haben. Das ist so osteuropäisch, dieses, was die Amerikaner Bulk Section nennen, dass man sich alles Mögliche selber abmessen kann. Reis. Hier auch Linsen und Bohnen zum selber abmischen. Das möchte ich echt auch in Deutschland haben. Das ist so cool. Wir sind jetzt gerade in einem Outlet von Adidas und haben beide neue Schuhe, damit wir auch vernünftig noch die Tage überstehen. Meine Mom hat die und wir haben die. Die kosten jeweils, glaube ich, nur 30 Euro runtergesetzt von 60. Gar nicht schlecht, würde ich mal sagen. Wir waren jetzt gerade auf dem Arbat, einer sehr bekannten Einkaufsstraße, wobei ich die jetzt irgendwie nur voll fand, aber irgendwie nicht so besonders. Wir haben uns jetzt hier hingesetzt, essen was, zum Beispiel diese Blaubeeren, die haben irgendwie, ich glaube, nur 88 Rubel gekostet. Ich blende euch den Preis mal unten ein, also im Vergleich zu Deutschland wirklich ziemlich günstig. Ich lasse es mir schmecken. Rein zufällig sind wir bislang die imposanteste U-Bahn-Station gekommen. Wow. Unser Restaurant für heute, 3 Gehminuten vom Roten Platz entfernt. Wir haben uns wieder Eis geholt, Banane und so ein Basilikum-Eis mit Beeren. Und gehen jetzt noch ein bisschen durch die Stadt. Der Botanische Garten hat heute natürlich zu. War ja klar, der hat nur von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Voll merkwürdige Öffnungszeiten. Wir schauen mal, was wir so finden. Wie man sieht, Überbleibsel aus Sowjetzeiten. Wir sind hier bei einer ortsdurften Kirche. Ich filme gleich nochmal die Kirchtürme, weil man die von hier aus nicht sehen kann. Obwohl ich ja Atheist bin, interessiert mich sowas schon. So, da, das ist hier irgendwie in so einem Hinterhof. Sieht auf jeden Fall ziemlich eindrucksvoll aus. Wir waren jetzt gerade in der Galeria Zwetnoy, das ist quasi so ein Luxuskaufhaus und da oben war aber auch so ein fast Delikatessen-Laden und da haben wir aber Kakis bekommen für 120 Rubel das Kilo und noch so ein, muss ich gleich mal aufmachen, so ein Zeug, ich glaube so Erdnüsse kandiert also in Kokossirup oder irgendwie sowas, irgendwie sowas ähnliches. Kriegst du das auf oder soll ich? Okay, ja, kriegst du es auf. Wir haben davon 200 Gramm genommen. Ja, das waren glaube ich 80 Rubel. Ja, so sieht das aus. So ungefähr. 120, nicht 200. Ne? Ja, der Kassenzettel ist abgerissen. Ja, ja. Na, müssen wir gleich mal schauen. Wir probieren mal. Ja. Das ist doch keine Kaki, sondern eine Tomate. Wir haben also gerade gelbe Tomaten gekauft, sind aber lecker. Wie geil. Also, hier sind unsere gelben Tomaten. Lass uns drauf anstoßen. Aber die schmecken wie Tomate, nach Tomate schmecken. Und die schmecken halt, die schmecken anders. Die schmecken echt anders als Tomaten, die man sonst bekommt. Die sind halt ein bisschen kompakter, aber sehr, sehr erfrischend. Ja. Und halt nicht so wässrig, sondern haben sehr starken Eigengeschmack. Wir waren jetzt gerade an der Lubjanka, also der ehemaligen KGB-Zentrale, und haben dann gefunden, dass es hier ein komplettes Einkaufszentrum nur für Kinder gibt. Jeder einzelne Laden ist irgendwie für Kinder. Es gibt sogar ein extra Kinder-H&M. Mit so ein schönes Glasdach, das ist schon echt beeindruckend. Wir waren jetzt noch gerade einkaufen in so einem etwas besseren Laden, würde ich sagen.
oder? Der war schon etwas besser, ne? Ja, ja. Und haben dann nochmal Quas gekauft, aber uns verwirrt das, weil hier da Dare steht, Dare oder so. Und wir wissen halt beide nicht, was das heißt. Jetzt fragen wir uns, was wir da gekauft haben. Du zuerst. Danke. Danke. Alles schau. Dare. Also ja. Los, runter. Russische runter Geschenk. Damit. Gabe. Ja, Geschenk. Dare ist Geschenk. Noch einen zweiten Schluck, man ist sich nicht sicher. Und, wie schmeckt das? Schmeckt das wie gestern? Ein bisschen anders. Ein bisschen kräftiger, würde ich sagen. Aber trotzdem erfrischend. Bitter, ein wenig bitterer im Vergleich zu gestern. Ich finde das gar nicht bitterer, ich finde das ein bisschen süßer. Ja? Ich finde es süßer und es schmeckt viel mehr nach Brot. Okay. Ja, ich sage, es ist ein bisschen süßer und schmeckt mehr nach Brot. Ja, ich muss noch mal probieren, ne? Okay. Ja. Probier noch mal. Ich würde sagen, doch, also ein wenig bitter. Dann sind wir uns uneinig. Ja, Quas. Ruskie da. Ja. Vor allem ist das da so klein geschrieben, das steht natürlich nur auf Russisch. Das heißt, ich kann es nicht lesen, weil ich halt, ne, ich kann es phonetisch lesen, aber ich weiß nicht, was die Worte bedeuten. Und meine Mutter kann das nicht verstehen, wenn ich das vorlese. Und das ist so klein gedruckt, sie kann es mit der Brille nicht lesen. Das ist schön, das heißt, wir haben es essentiell auf gut. Ja, ist Brille so, ist irgendwo hier im Aber komm, das ist schwarze aber Schrift auf Rot. Das ist schon echt hart an also der Grenze. Mit der Lupe, sogar mit der Lupe. Ja, ist wirklich, das ist mega klein. Ich weiß es nicht. Mega, das ist mega. Das ist kleinerer als diese, kleiner. Als diese, ja, als die Schrift auf so einer Cola-Flasche. Das ist echt krass. Also, ich weiß. Ist aber, glaube ich, vegan. Ja, gehen wir davon aus. Was mir auch noch aufgefallen ist, Aber ohne Alkohol, also hat man also damals... Ja, ja, das ist ohne Alkohol. Also das ist neben Limonade, aber so wie in Marco Polo, so in diesem also Reiseführer steht, Quas ist ja ein nationales Getränk, ja. Ohne Alkohol und mit verschiedenen so Geschmäckern. Ja, ja. Also von daher, und da, so wie in Deutschland, also im Geschäft, im Laden, drunter, habe ich so rausgelesen, dass das so ähnlich nach Coca-Cola Geschmack sein sollte. Ja. Nein, überhaupt nicht, Leute. Ja. Überhaupt nicht. Also es schmeckt nicht nach Cola. Ich finde, es schmeckt besser, weil ich halt Cola auch irgendwie nicht sonderlich mag. Ich meine, ich trinke es mal so ein paar Mal im Jahr, aber so wirklich super lecker finde ich es dann auch nicht. Was mir noch aufgefallen ist, habe ich noch gar nicht gesagt, als wir vorhin essen waren. Die Portionen sind so mega klein. Da steht da auch immer eine Grammangabe daneben und so ein Hauptgericht. Und dann steht da 280 Gramm oder das höchste, was ich jemals gesehen habe, waren 370 Gramm. Und ich frage mich ernsthaft, wer davon satt werden soll. Also ich hatte vorhin dann 5 Sachen bestellt, von denen am Anfang nur 2 gekommen sind. Ja, ich habe schon längst meinen Barsch. Meine Mutter hatte schon ihr Essen und ich habe dann noch irgendwann mal gefragt, so ja, kriege ich die Suppe noch? Ja, die Suppe habe ich dann bekommen, aber den Blumenkohl, den ich noch bestellt hatte, der kam dann nicht. Und dafür, ich weiß nicht, also das Service hier, das war jetzt das zweite Mal, dass wir essen waren, dass sie ungefähr die Hälfte der Bestellung vergessen hatten. Was ich schon irgendwie komisch finde. Ich finde das wirklich komisch. Vor allem diese Dame, als du sie angesprochen hast, auf Englisch, da hat sie so Augen verdreht. Ja, ja, total. Da dachte ich auch nur so mal so, sorry. Wahrscheinlich spricht kein Tourist, der nach Moskau kommt, spricht fließend Russisch. Oder auch nur allgemein Russisch gut genug, damit man das versteht. Ich finde das echt merkwürdig. Ich bin gespannt, wie das in China und in Korea wahrscheinlich nicht so sein wird. Ich versuche mich mit meinem Koreanisch durchzuschlagen, aber in China bin ich mal gespannt. Ja, weil, ich bin ja auch gespannt. Weil das war wirklich so du hast, man hat wirklich gesehen, so Ausländer. Ja. Was ich halt komisch finde. Aber ich fand das Wir sind deren Geschäft. Wie kann sich ein veganes Restaurant eine Straße vom Roten Platz entfernt halten, wenn nicht durch Touristen?
Und ich fand das also nicht gerade billig. Nee, wir haben 17 Euro bezahlt. Das ist halt für russische Verhältnisse ist das viel. Und ich hatte die 3 von 5 Sachen, die ich gegessen habe, ich war danach noch unfassbar hungrig. Ich bin hier bislang in keinem Restaurant, in dem wir gewesen sind, auch nur annähernd satt gewesen. Ich hätte wahrscheinlich 5-mal so viel bestellen müssen, weil die Portionen so mini sind. Weil so ein Hauptgericht 300 Gramm, tut mir leid, das ist gar nichts. War super, dann habe ich ja so, diesmal habe ich ja so dazu Pita also noch genommen. Die Pita muss genau, auch bezahlen. Genau, halt irgendeine Stärkebeilage, weil es sonst überhaupt also nicht sättigt, weil das viel zu wenig super. Ist. Also von daher, da wird man auch nicht davon satt. Nee. Ne? Und wir haben schon spekuliert, warum das so ist. Also warum sind die Portionen so klein? Ich kenne das auch aus Polen so, dass die Portionen so furchtbar klein sind und man davon nie im Leben satt wird. Also die Theorie meiner Mutter ist halt, na, früher war das Essen rationiert, man hat sich irgendwie daran gewöhnt, dass die Portionen kleiner sind, weil es halt nicht mehr gibt. Keine Ahnung, was meine Theorie ist. Vielleicht ist das so, wie die Koreaner das machen, dass sie halt am Tag einfach sehr, sehr oft essen gehen. Quasi Vorspeise hier und Hauptgericht da und zum Dessert nochmal woanders hin, dann nochmal einen Kaffee. Und dass dann halt naturgemäß die Portionen kleiner sind. Weil in Deutschland ist das so, man geht einmal ins Restaurant und fährt dann nach Hause. Oder geht nochmal eine Runde spazieren und fährt dann nach Hause. Vielleicht ist das hier ganz anders, ich weiß es nicht, aber es nervt mich irgendwie. Also die meisten also Russen, also die essen zu Hause, von daher, also ich vermute, dass das wirklich noch aus dem Sozialismus herauskommt, dass man einfach das gewohnt war schon, also diese kleinen Portionen, da war man echt froh, man war überhaupt glücklich, wenn man einmal im Jahr ins ein Restaurant gegangen ist. Ja, ich weiß ja nicht, wie schlimm das in der Sowjetunion war. Also ich glaube, Moskau hatte sowieso eine sehr privilegierte Stellung. Ja. Ich glaube, wenn man da irgendwie in Vladivostok war oder so, war das ohnehin nochmal was ganz anderes. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, dazu weiß ich, also ich weiß zwar schon was über die Sowjetunion, aber halt nicht so viel, als dass ich darauf eine fundierte Antwort geben könnte. Also ich kann nur sagen, wir sind also in einem Restaurant, in Avocado waren wir. Genau, Avocado hieß das. Barsch hat mir, Suppe hat mir sehr geschmeckt. Ja, den fand ich echt gut. Ja, den, aber, der war lecker. Sorry, Bedienung, da hat man also wirklich also Eindruck gewonnen. Die haben keinen Bock auf dich. Die spazierten so nach dem Motto, guck mal, ich bin kleines, ne, so Lady, ich bin also Mannequin. Total. Bewundere mich und du bist ein Patent, du möchtest was von mir, ne? Du möchtest das Geld ausgeben. Also meckere nicht. Also und diese Einstellung schon. Ja, und ich hatte schon, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass die wirklich einfach keine Lust auf dich hatten. Ne, so nicht. Ja, Kundschaft. Dann denke ich mir nur so, wieder, sorry, was ist denn, also dann arbeitet man nicht in einem Restaurant, wo man keine Kundschaft möchte. Nee, also. Also da war zum Beispiel, also, ja, da war die Bedienung in dem Sock, in dem wir waren, an der Tretjakov-Galerie. Ganz anders. War die Bedienung besser, die Portionen waren trotzdem klein, ich bin trotzdem nicht satt geworden. Ja. Aber da war die Bedienung besser. Ja, jetzt haben wir Brot. Und dementsprechend, jetzt haben wir noch extra Brot gekauft. Ja. Wir haben ja noch vorhin massiv Heidelbeeren gekauft. Ja. Weil die ja so unfassbar günstig waren. Die sind gut. Die sind echt gut. Jetzt also haben wir noch Brot also gekauft. Aber so ein Brot, was voll komisch aussieht. Ja, das sieht so nach. Ich dachte zuerst, das wäre irgendwie so ein süßes Gebäck, so wie eine so eine übergroße Brot, Zimtschnecke, ne? Irgendwie. Das ist Brot. Ja, das ist echt Brot. Ja, also es gibt ja auch Brot, also das, was wir auch bei uns sehen, also die schon geschnitten. Ja, dieses sind. Graubrot oder so, oder dieses Vollkornbrot. Nee, also das ist zum Beispiel dieses, ja, genau, ich habe eins gesehen, das sah aus wie dieses Paderborner, dieses viereckige. Ja, und dann also habe ich ja auch gesehen, also für. Und wir haben noch Kirschmarmelade geholt. Ja. Die hat nämlich, also, nur, 60 Gem, Rubel, die hat nämlich nur 60 Rubel gekostet. Und wir das haben sie zuerst nicht gefunden und dann war sie ganz, ganz am Anfang des Ladens, wo das Obst war. Und ich denke nur so, wer tut denn Marmelade in die Obstabteilung? Das tut doch, macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das gehört irgendwie zum Brot. Oder ja, bei uns ist jetzt auch so, zumindest in der Nähe vom Brot meistens. Ja, dann zum Frühstück, also, ne, so Zutaten hast. Genau. Also. Komplex. Aber doch nicht bei dem Obst. Ja. Wenn das Brot irgendwie 10 Meter weiter ist, das fand ich voll komisch. Naja, wir wollen es mal aufmachen und. Willst du es jetzt probieren? Ja. Ja, okay, dann probieren wir es jetzt. Life is life, ne? Machen wir jetzt einen Taste-Test von irgendeinem russischen Brot. Geht das. Achso, du hast die Tüte aufgerissen. Ja, die war nicht zugeklebt. Also. Natürlich, also hier musst du alles. Leider. Langer Block. Reiß das mal in 2 Stücke. Ja, gut. Ja, ich will auch was abhaben. Hallo? Ja. Bitte schön. Hier, steck's mir in den Mund. Ich kann nicht frisch filmen. So,
jetzt soll ich dich also füttern, ne? Ah, das schmeckt wie, wie Fladenbrot. Wie Brot? Ja, schmeckt wie Fladenbrot, nur halt ohne den Sesam da oben drauf. Mhm. Oder ist, nee, der ist kein Sesam. Nee. Schmeckt wie Fladenbrot. Original. Auch diesen leicht säuerlichen Geschmack. 37 ganz Rubel. Lecker. 37 Rubel nur? Mhm. Ja, das sind dann ja nicht mal so, was sind das dann? 20 Cent? Ja, das ist also, das war schon das, ne? Also. Das war reduziert. Oh, was? Scheiben schon da so aufgeschnitten, so längliches, als wir vorbeigegangen sind, da habe ich für 70 Rubel gesehen, 71. Aber da hatten wir schon das gehabt, deswegen also, aber morgen kaufen wir ein Brot. Ja, stimmt, morgen steigen wir in die Transsibirische Eisenbahn. Ja, und 6 Tage. Wir gehen jetzt schon sehr viel, weil wir dann ja quasi 6 Tage absoluten Gehentzug haben werden. Oh, weil wir ja, was willst du machen, den Zug hin und her laufen? So ungefähr. Und da werden wir irgendwann keinen Zug und nehmen den Zug. Ja, da werden wir irgendwann keinen Bock mehr drauf haben, also. Und dann in Peking wird wieder die Geeskalation. Weil Peking auch solche Dimensionen hat. Das wird echt interessant. Mhm. Müssen wir noch die Adresse unseres Hotels auf Chinesisch aufschreiben, falls wir verloren gehen, weil die meisten Taxifahrer halt mit den englischsprachigen Adressen nichts anfangen können. Ja, ja. Mhm. Also in Peking zumindest. Ja. Dass wir die Adresse haben, falls wir verloren gehen, können wir noch einen Taxifahrer fragen, dass der uns zum Hotel fährt. Ja. Wir machen jetzt wieder was anderes. Wir sehen uns. Ja, bis dann. Dann. Ciao. Das ist jetzt fast bei unserem Hotel. Das ist echt verdammt schön. Schaut mal, wie das leuchtet. Das ist super schön gemacht.